Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der FIFA 16 Trainerkarriere hier bei mir auf meinem Kanal. Wir sind Tabellendritter momentan und spielen jetzt auswärts in Duisburg. Aber ich muss da zuerst mal schauen, weil Ebner ist immer noch nicht gut gelaunt. Deswegen Ebner raus, Löwe rein. Finne für Colak. Und Dahoud hat zwar gut gespielt, Vucur befindet sich da in absteigender Form. Von daher müssen wir da mal gucken, was wir machen. Wir bräuchten da einen Innenverteidiger haben, aber nur den Reichert mit 62 und den Schulze mit 69. Hätten wir noch den Mockenhaupt. Wir probieren mal den Schulze, ob der das kann. Holen wir den Stiepe mal raus für das nächste Spiel. Und holen auch Mahmoud Dahoud mal auf die Bank und bringen mal den Markus Karl. So, jetzt lassen wir es mal so. Ach, warte, ich weiß ja nicht. Ich glaube, die gelbe Karte bedeutet nur, dass wenn er noch eine kriegt, ist er gesperrt. Ja? Und von daher den Guido. Guido wieder mit für Matthäus Klich. Und bleibt da auf jeden Fall mal auf der Bank. Ja, so, dann gucken wir mal, wie wir da in Duisburg spielen. Vielleicht spielen wir auch mal mit der offensiven Variante. Ja, auf jeden Fall müsste unser vorletztes Auswärtsspiel sein. So, also wir spielen auswärts in Rot diesmal und Duisburg natürlich in Blau-Weiß. Ja, komm, ich glaube, wir spielen mal so. Wir spielen mal so, aber da spielt Ebner wieder. Dann müssen wir nochmal ins Teammanagement gehen und müssen den Ebner rausholen. Weil Ebner, wie gesagt, absteigende Form. Absteigende Form. Karl wollten wir für De Vil, den können wir zur Halbzeit bringen. Finne vorne rein für Cibilko. So. So spielen wir mal. Und dann schauen wir mal, ob das was bringt. Schiedsrichter ist der Ansgar von Hauenstein. Auswärts beim MSV, beim Maitricher Sportverein in Duisburg. Ja, der hat gepasst. Der passt auch. Gut. Menü-Taste drücken. Und auf geht's im Duisburger Wedau-Stadion, soweit ich weiß, heißt das so. Empfängt der MSV Duisburg am, lasst mich nicht lügen, 32. Spieltag. Den ersten FC Kaiserslautern im Regen. Die englischen Kommentatoren wie immer Martin Teiler und Alan Smith, aber nicht für euch, weil ich bin für euch. Herr Thorsten am Mikrofon und am Controller. Hier nochmal der Blick auf die Tabelle. Wir sind punktgleich mit Paderborn. Das Einzige, was uns vom Abrutschen auf den vierten Platz abhält, ist die gute Tordifferenz. Ja, und hier die Duisburger Aufstellung. Dreher, Fälscher, Meißner, Bajic, Wolsche, Dausch, Holland. Holland, Grote, Jancic, Chanturia und Viktor Opina vorne drin. So, unser Team habt ihr gesehen. Opina hat 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Dann gucken wir doch mal, was ist. Kaiserslautern hat Anstoß in Rot von links nach rechts und auf geht's mit Christensen. Chris Löwe. Direkt langer Ball auf den Guido, auf Burgstaller, der wieder da ist. Burgstaller, Lozano und da ist es. 2,5 Minuten rum. Das linke Mittelfeld funktioniert wieder. Guido Burgstaller und Irving Lozano in der Rückwärtsbewegung mit einem wunderschönen Kopfballtor entgegen der Laufrichtung des Duisburger Torwarts Dreher. Wir führen auswärts 1:0 und schrauben damit unsere Aufstiegserwartungen ein Stück nach oben. Ja. Lässt sich doch gar nicht so schlecht an. Irving Lozano, erster Schuss aufs Tor und direkt das erste Tor. Ist ja gar nicht so übel, war er ja doch kein so Fehleinkauf vor der Saison gekommen aus Mexiko. Grote. Ward-Prowse läuft Grote da den Ball ab. Ward-Prowse. Ring. Finne. Ward-Prowse. Diesmal über die rechte Seite.
weil Daniel Halffa ja in diesem System nicht spielt. Fälscher vor Lozano noch am Ball. Chanturia. Chanturia mit einem langen Lauf durchs Mittelfeld. Da ist Obinna. Obinna. Obinna, immer noch Obinna. Steigt jetzt drauf, kann sich umdrehen. Flanken, Alex Ring ist da. Bert Finne. Bert Finne. Finne, sollte ein langer Ball auf Lozano kommen, der bleibt an Meißner hängen. Meißner. Silvio Meißner. Dausch. Dausch, glaube ich, von den Lilien aus, wie sagt man, Darmstadt gekommen. Glaube ich zu wissen. Oder von uns, kann auch sein. So, Freistoß, da ist Dahut ein bisschen drauf gestiegen. Freistoß Duisburg, 16. Minute. Der geht weit übers Tor drüber. Abstoß vom Tor der Lautra, Marius Müller, der uns immer noch nicht gesagt hat, ob er nächste Saison hier spielt. Soll uns aber egal sein, weil nach dieser Saison ist die FIFA 16 Trainerkarriere beim FCK sowieso vorbei. Wutschur. Trenta Obinna, fair vom Ball, Lozano. Pass kommt an auf Finne. Finne, Ward Pros. Wieder Finne, Bert Finne und Finne und da ist er drin. Schöne Vorarbeit, schönes Doppelpassspiel von Finne und Ward Pros. Und dann macht Bert Finne alles richtig und versenkt zum 2:0 und macht damit sein 7. Bundesliga-Tor. Der junge Mann aus Norwegen, den wir vom 1. FC Köln zu Beginn dieser Saison losgeeist haben. Chanturia. Dausch. Fälscher. Dausch. Jancic. Dausch. Jancic. Dausch. Spielen auch schönes Doppelpassspiel. Jancic und Dausch. Grote. Grote. Lässt die Abwehr da ein bisschen alt aussehen. Immer noch Grote. Chanturia. Ja, war abseits. War abseits, würde ich doch sagen. So, 26 Minuten rum. Wir führen auswärts 2:0. Ist doch eine Maßnahme. Freistoß jetzt. Chanturia. Dausch. Wieder Chanturia, Obinna. Holland, Obinna. Obinna. Und Müller. Schön gefangen. Und dann kriegt James Ward-Prowse den Ball. Kann ihn gleich weiterspielen. Alex Ring. Der weit nach vorne. Da kommt Finne auch entgegen. Da ist keiner. Fälscher. Bacalord. Der Bacalords bringt den SC Paderborn in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Was natürlich nicht gut ist für uns, weil, naja, noch ist es gut, weil Tordifferenz und so Kram. Wir sollten nur aufpassen, wenn wir tatsächlich aufsteigen wollen, was wir hier tun, die nächsten beiden Spiele oder die nächsten zweieinhalb Spiele, sage ich mal, Müller! Da senkte sich die Flanke noch gefährlich aufs Toreck. Eckball für den MSV Duisburg. Und erneute Ecke für den MSV Duisburg. Und Müller. So, jetzt nicht lang warten. Ball wegwerfen, Löwe. Dahut. Mahmut Dahut. Ah, da wird Dahut von Meißner gelegt. Bleibt da auch liegen. Schiri sagt, alles fair. Oh, Grote da durch und vorbei und Chris Löwe kann gerade noch so den Fuß hinhalten. Oh, erneut Ecke, 42. Minute für den MSV Duisburg, die werden hier stärker. Dahut auf der Linie. Fälscher, Fälscher mit dem Fehlpass zu Finne. Finne kommt er aber dann im Gegenzug nicht an Fälscher vorbei. Jancic und Obinna schaufelt den Ball daneben.
Erneut Abstoß, 3 Minuten Nachspielzeit, sagt der Schiedsrichter. Lozano. Und das gibt Freistoß, war nämlich ein Foul an Lozano. Und den Ball legt sich zurecht der gute Mahmoud Dahoud, 37 Meter. Gucken wir doch mal. Wir wechseln auf Ward Pros. Und Dreher hat den Ball. Obinna. Grote. Grote verfolgt von Ward Pros. Und Ward Pros und Müller entschärfen diesen Ball. Ring. Ja, 5,5 Minuten hat er nachspielen lassen in der ersten Hälfte der Schiri. Aber soll uns egal sein. Wir führen 2-0, auch wenn Duisburg jetzt teilweise ein bisschen besser wird. Hier im Regen die anderen Halbzeitergebnisse. 1860 München liegt zurück gegen den SC Paderborn, wie gesehen. Leipzig 1-1 gegen Union Berlin, Freiburg 0-0 gegen Bielefeld und Bochum 1-1 gegen den FSV Frankfurt. Ansonsten, Mannschaft passt, alles gut, weiter geht's. Anstoß für Duisburg und direkt wieder Dausch am Ball. Dausch, Fälscher, mit dem der Ball ein bisschen weiter wegspringt, deswegen Burgstaller. Dahoud. Finne lässt sich da ein bisschen weit nach außen abdrängen und verliert den Ball dann gegen Bajic. Grote. Ward Pros ein bisschen hart eingestiegen, da gibt Freistoß. Aber nur Freistoß. Ansonsten nichts Wildes. Grote. Grote, verfolgt von Ward Pros. Immer noch Grote, der sich jetzt alleine irgendwie quer über den Platz im Mittelfeld eine Anspielstation sucht, spielt dann doch zurück zu Meißner. So, Spieler im Fokus, Bert Finne, ja, ist klar. Oh, Fälscher und Meißner. Fast am Ball vorbei, genauso wie Irving Lozano, für den dieser Pass eigentlich gedacht war. Dausch. Obinna. Jancic. Obinna. Vorbei. Also wie gesagt, die letzten 3 Spiele hat er ja 3 Tore gemacht. Heute sieht es nicht so aus. 55 Minuten gespielt. Marius Müller, Abstoß. Alex Ring kann den Ball noch mitnehmen auf Guido Burgstaller. Da wird Burgstaller gefoult und das gibt auch Freistoß. Und es gibt auch Gelb für Fälscher. Da kommt die Flanke, aber war ein bisschen weit nach außen gezogen. Jean Zimmer. Pass bleibt bei Wolze hängen. Erster Ballkontakt von Wolze heute, glaube ich, Holland. Fälscher. Jancic. Chanturia. Fälscher. Da rauschen Holland und Dahoud gegeneinander. Und gibt tatsächlich Freistoß für den MSV Duisburg. 63 Minuten rum, immer noch 2-0 für den FCK. Und jetzt gibt der Elfmeter, warum das denn? War doch geil, bin ganz normal hochgestiegen zum Kopfball. Naja, was willst du machen? Hab die Ecke geahnt, aber drin. 2-1 Duisburg nach Elfmeter. Was willst du machen? Auch wenn ich da kein elfmeterwürdiges Foul oder sonst was gesehen habe, bin einfach hochgestiegen zum Kopfball. Hab wirklich nur auf A gedrückt. So, erneuter Anstoß. 2-1 Duisburg, Anschlusstreffer durch Elfmeter. Dahoud verfolgt von Obinna, kann den Ball aber zu Alex Ring bringen. Burgstaller. Schöner Pass auf Irving Lozano, und dass der Mexikaner schnell ist, das wissen wir. Nur treffsicher ist er nicht genug. Und
Ball landet bei Fälscher und es gibt Eckball. Eckball für den FCK, getreten von James Ward-Prowse. Der geht aber ein bisschen nah ans Tor. Die Duisburger bringen Pierre de Witt, ehemaliger Lautra Stürmer. Chanturia an allen vorbei, ganz alleine. Und Obinna mit einem schönen Kopfball, da steht er auch ganz alleine, schaufelt ihn aber vorbei. Wir wechseln ebenfalls. Ja, wir wechseln ebenfalls und zwar, ja, was machen wir? Sieht eigentlich alles gut aus, wir bringen aber trotzdem Karl für Dahoud und Burgstaller raus für Jensen. Und vorne im Sturm bringen wir Scholak für Finne. So, und weiter geht's, Spiel fortsetzen. So. Da ist Scholak auch schon drin. Scholak, Scholak kann sich da durchsetzen. Immer noch Scholak. Scholak, mach es doch. Nee, Dreher ist noch da. Gibt aber Ecke. Ecke getreten von Alex Ring. Was war das? Gibt jetzt Gelb. Für wen? Für James Ward-Prowse. Warum? Keine Ahnung. Also manchmal, also den Schiedsrichter, Steffen Schwurbel, den mag ich überhaupt nicht, Leute. Weil der pfeift nämlich Sachen, die sind gar nicht da. Ne? Also ich habe da keinen Elfmeter gesehen, wenn ich da falsch liege, bitte in die Kommentare schreiben. Und ich habe jetzt auch kein gelbwürdiges Foul von Ward-Prowse gesehen. Gut, war sein drittes Foul, vielleicht kann man da auch schon mal pfeifen, aber egal. Schöner Ball auf Ruben Ødegaard Jensen. Und jetzt gibt es Elfmeter für uns. Das war ein Foul von Silvio Meissner an Jensen. Kurz vor der Ballabgabe. Und es gibt Rot. Rot für Meissner. Finde ich jetzt ein wenig überzogen. Ne, es ist Thomas Meissner. Es ist nicht Silvio Meissner. Also die rote Karte für Meissner finde ich da ein wenig überzogen. Jetzt durchaus 10 Minuten vor Schluss. Ich meine, ist klar. Aber er kommt von der Seite. War schon ein heftiges Foul. Elfmeter hätte aber als Bestrafung gereicht, würde ich doch sagen. Und Alex Ring macht den einfach so rein, ohne dass da groß was passiert. 3:1 für den FCK. Ohne dass sich Torwart Dreher auch noch bewegt. Hier sehen wir es nochmal. Anlauf mit Wucht in die obere Hälfte des Tors, war übrigens sein 7. Saisontor. So, erneuter Anstoß Duisburg. 8 Minuten vor Schluss, Duisburg nur noch zu 10. Pierre de Witt, Kevin Holland. Holland verliert den Ball an Lozano, der den Ball aber nicht kontrollieren kann. Der gute Lozano. Da kommt ihm seine Schnelligkeit nicht immer zugute. Jensen. Da versucht Dreher seine fußballerischen Qualitäten zu zeigen. Ah, der war ein bisschen weit. Wieder Dreher am Ball. Löwe, Bohl. Dausch. Grote. De Witt, Grote. Karl. Überhaupt kein Problem für Markus Karl. Und ganz allein. Jetzt ist Scholak davon. Ganz allein. Antonio Mirko Scholak. Und den macht er. Vier-eins in der 92. Minute. Wunderschöner Ball. Natürlich Duisburg nur noch zu 10. Und deswegen kann Scholak den auch einfach so locker da reinspielen. 4:1. Und erneuter Anstoß für Duisburg. 4:1 finde ich selbst jetzt ein bisschen hoch. 3:1 hätte gereicht. Aber wenn du die Chancen hast, musst du auch spielen. Holland. Und war abseits von Lozano. Hätte auch nicht mehr geben brauchen. Hätte einfach abpfeifen können, weil 5 Minuten Nachspielzeit. Hör mal, hat die erste selbst schon 5 Minuten nachlaufen lassen. Christensen. Und das war's.
So, wir gewinnen auswärts in Duisburg 4:1. Natürlich pfeifen die Fans, ist ja klar, sind ja auch nicht unsere. Ne? So, die beste Bewertung Alex Ring, die größte Leistung James Ward Pros. Die anderen Endergebnisse Löwen, Paderborn 1:1, Leipzig Union 2:2, Freiburg Bielefeld 1:1 und Bochum gegen Frankfurt 2:2. Tag der Unentschieden, außer unser Spiel, weil wir haben 4:1 gewonnen. Meine Güte. So, jetzt machen wir aber direkt Training. Ja, bevor uns da nochmal was dazwischen kommt, machen wir direkt Training hier. Nochmal. Ja, diesmal entwickeln sie sich wieder ein bisschen. Alles gut. Ne? So, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Video Daumen nach oben da lassen. Ja? Auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 16 Trainerkarriere. Hier sind ja nur zwei Spiele. Sonntag gegen Duisburg, gegen Düsseldorf. Auswärts gegen die Fortuna. Und dann dürften wir noch ein Heimspiel haben. Die Fortuna ist Zweiter. Und wir haben uns jetzt mit 2 Punkten Vorsprung von Paderborn abgesetzt. 2 Spieltage vor Schluss. Wir sollten zumindest das Relegationsspiel noch bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin der Thorsten von Torshammer Gaming und ich sage, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann.